Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital in einem neuen C64-Titel, den wir heute spielen. Also, beziehungsweise der ersten Folge heute erstmal. The Shadow over Hawksmill. Einem, ja, wie soll ich sagen, einem Adventure Shoot and Jump and Run Mystery Game mit. Ja, Lovecraft-Cthulhu-Elementen, würde ich mal so vermuten jetzt, aufgrund der Screenshots, die ich gesehen habe und allein schon des Titels. Ich werde direkt mal umschalten hier, zack, da kann man das auch gut sehen. The Shadow over Hawksmill, der Schatten über Innsmouth, der Schatten über Hawksmill. Ich schätze mal, ja, es wird so ein bisschen in diese Richtung gehen. Lass uns überraschen. Ich habe mich nämlich, wie immer, nicht großartig weiter informiert darüber. Ich habe bald ein paar Videos gesehen, so ein paar Tech-Demos, wo sie so Wetter gezeigt haben und was sie so programmiert haben und so. Und dachte, ja, das ist cool, das ist cool. Und den habe ich mir einfach vorbestellt. So, ne? Fertig. So, also hier, Shadow over Hawksmill. Wir können natürlich auch die Musikdemo starten. Auch ganz interessant. Da kann man sich so ein bisschen verschiedene Tracks anhören. Jetzt nicht von dem Spiel selber. Aber auch eine interessante Sache. Machen wir vielleicht, wenn wir. Ja, je nachdem, wie lange dieses Spiel dauert, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall werden wir es vielleicht am Ende dann einfach auch nochmal anmachen. So, aber jetzt erstmal hier, zack, Ladescreen und dann wird auch gleich das Intro starten nach diesem flashigen, ja, Ladezyklus hier. Hinter diesem Spiel steckt fast das gleiche Team wie hinter Organism. Organism war der Alien, war das Alien Survival Horror Spiel von C64, was wir im letzten C64 Let's Play gespielt haben. Die Playlist ist am Ende. Ist am Ende, ja. Die Playlist ist am Ende. Ne? Per Link eingestellt da. Könnt ihr aufklicken. Aber jetzt bin ich erstmal kurz ruhig.
Ja, okay, jetzt fängt wieder von vorne an. Ja, grob zusammengefasst einmal. So, und ja, da haben wir so eine Bestätigung. Es ist halt Lovecraft, beziehungsweise Cthulhu. Er hier schreibt gerade auf, dass er ne, weder verrückt ist, noch seinen Verstand verloren hat oder ähnliches. Und dass er schon lange sich mit alten Schriften beschäftigt und halt auch das Necronomicon kurz in seinem Besitz hatte. So, und nachdem er das durchgehend studiert hat, ist er sich sehr sicher, dass es bald soweit ist, dass die großen Alten zurückkehren werden. Und ja, quasi die Erde, ne, wieder zu ihrem Besitz machen werden. Was bedeutet letztendlich, dass die Menschheit und etliche andere Bewohner, ja, halt aufhören zu existieren. So, ganz, ganz simpel gesagt, ne? Und in dem kleinen Ort Hawksmill, da ist es halt, vermutet er, schon soweit. So, und ja, er vermutet es halt, ne? Wenn er sich nicht vertan hat, der ist sich ja nicht ganz sicher. So, aber das wird wahrscheinlich der Grund sein, weswegen wir da hingehen, weil die ganze Population dieses Ortes ist einfach verschwunden, über Nacht, einfach weg. So, und er vermutet halt jetzt, dass da so quasi dass das so die erste Phase jetzt ist der Rückkehr, ne? Dass so Menschen nach und nach verschwinden und als Opfergaben oder als was weiß ich was, um halt die Rückkehr zu ebnen. Und wir werden das untersuchen. Aber erstmal drücken wir hier drauf. Flashing Ladescreen. Ja, was ich sagen wollte, genau, wer Organism halt noch nicht gesehen hat, sich so ein bisschen für so Alien und Co. interessiert, der sollte mal da reinschauen. Ne, und findet ihr einfach bei uns im Kanal, unter Playlist Organism. Oder halt am Ende von diesem Video, da werde ich das nochmal einblenden. Könnt ihr einfach easy peasy raufklicken und schwuppdiwupp seid ihr auch in der Organism Playlist. So, und das Team hinter diesem Spiel ist fast das gleiche wie hinter Organism. Ne? Es sind nur. Ja, eigentlich ist es. Es ist nur einer. Einer, der quasi getauscht hat. Ja, der halt, ne? Ersetzen ist nicht das richtige Wort, aber Musik, Grafik etc. ist alles von denselben Leuten wie auch bei Organism. Nur das Coding quasi. Das ist von wem anders. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wenn er uns hier fertig geflasht hat. Blitzdings. Ja, es ist also ein Lovecraft angehauchtes Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Sehr felsenfest behaupten. Gucken wir mal, ne? Ich habe mir übrigens auch die Collector's Edition bestellt. Ich würde die jetzt natürlich gerne zeigen, so wie halt bei Organism auch. Mit so einem kleinen feinen Foto und so weiter. Aber ja, ist halt noch nicht da, ne? Die Collector's Edition ist noch nicht da. Es ist aber diese Version halt auf itch.io und so weiter und so fort, den gängigen Plattformen, ist sie halt zu bekommen. Als ja, Download-Variante. So, und als Vorbesteller der Collector's Edition habe ich halt auch die Download-Variante bekommen und naja, dann reiche ich das Foto der Collector's Edition halt später nach. Da unten steht ja Coding von Stuart Collier oder Collier. Der ist neu. Also, ne? Game Design und Art ist bei Trevor Story. Wie auch schon bei Organism. Der Soundtrack bei Saul Cross ist auch wie bei Organism. Ich vermute aber jetzt einfach mal, da das Team dahinter quasi, ja, wie heißen die? Icon 64? Ion 64? Es war vorhin zu sehen. Steht, glaube ich, sogar da unten, ne? Mal kurz warten, bis er nochmal durchgelaufen ist. Auf jeden Fall ist das halt so ein Team von Programmierern, Grafikern und hast du nicht gesehen. Und deswegen denke ich mal, dass das nicht so ist, dass er jetzt ausgetauscht wurde oder sowas. Wahrscheinlich programmiert da, warte, a game by Icon 64, ja. Wahrscheinlich programmiert Achim Volker ist gerade was völlig anderes. So, deswegen ist Stuart Collier denn oder Collier denn eingesprungen. Das ist ja völlig in Ordnung. Wie gesagt, es ist ein Team und ja, Organism ist schon großartig gewesen und Shadow of Hawksmill, die Tech-Demos, die ich gesehen habe, da sieht man das ja schon mit dem Regen und sowas. Da musste ich es einfach besitzen und es auch spielen und los geht das. Wie lange geht so ein Video jetzt? Gute Frage.
Bei Organism konnte ich das durch die Etagen in dem Raumschiff immer ganz gut, ja, pausieren, sag ich mal. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das so machen. Vielleicht peile ich so 20, 30 Minuten Laufzeit an oder sowas. Ich habe ja auch gar keine Vorstellung, wie groß die Stadt hier jetzt ist oder was überhaupt so los ist. Mal gucken. Erstmal die normale Steuerung. Oder das Interface müssen wir begutachten. Was haben wir denn? Wir haben Herzen, also Lebenspunkten, würde ich sagen. Wir haben einen Cthulhu. Und zwei Kreise oder sowas daneben. Ich vermute mal jetzt, dass der Cthulhu wahrscheinlich sowas wie den Wahnsinn angeht, weil, ne, Lovecraft, Cthulhu-Spiel ohne Wahnsinn, na, ja, gibt's nicht, deswegen, ne. Ja, eine Pistole haben wir. Wir können laufen, links, rechts. Munition haben wir 50 Schuss. Sehr gut. Springen können wir auch, das ist allein schon sehr cool. Und Dupen. Das ist schon, ne? Schöne Sache das. Schießen werden wir jetzt noch nicht. Gucken wir erst, was hier los ist, ne? Willkommen in Hawksmill. So. Okay. Können wir da rein? Können wir nicht. Okay, gut. Wir gucken erst mal, was hier draußen so los ist. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir so hin sollen, was wir so machen können hier. Oha, oha, da müssen wir nochmal runter. Habt ihr das gesehen? Oha, großartig. Klettern. Okay. Ja, ich versuche mal so ein bisschen in diese Türen reinzugehen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Wir gucken mal. Also ein bisschen Mystery hier, ein bisschen den Ort erkunden. Okay. So. Hier lang. Wow, was zum Henker? Oh, eine Falle! Warte, ich glaube, da. Miese Nummer! Müssen wir überhaupt hier hin? Ich glaube nicht, ne? Shit. Kann es hier kaputt gehen? Sollen wir mal gegenschießen? Ne. Shit, ich glaube, wir sind hier. Ha! Diesmal nicht, Junge. Ha. Okay. Wir müssen doch irgendwo bestimmt hier rein, oder was? Aber ich habe mein Speedlink hier wieder aktiv, ne? Wenn ich nämlich drücke, egal welche Taste, schieße ich nämlich. Also das, Hier ist wieder anfangen. Oh, was? Ah, schau dir das mal an. Ich habe Munitionskisten mitgebracht. Massig Munitionskisten. Okay, gut. Ha. Kann ich das doch mal zeigen. Hier ist ein Fadenkreuz. Cool, ne? Das ist schon nicht schlecht. Auch sehr schön programmiert. Okay, das ist interessant. Hier ist eine Munition. Wir können die Munition immer wieder aufladen an dieser Stelle. Okay. Ha, aber. Rüberspringen? Nee. Auch nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, was würde es auch bringen, auf dem Dach rumzulaufen? Fallschaden gibt's nicht? Nee. Nee, können wir wirklich nicht rein, ne? Naja. Können wir hier irgendwas anheben? Boah, das könnte vielleicht sein, wenn wir die Kisten anheben irgendwie? Nee. Da! Ich habe einen grünen Schlüssel gefunden. Lag der da auf dem Boden? Hat einer darauf geachtet? Grüner Schlüssel. What? Okay, da lag ein grüner Schlüssel auf dem Boden. Habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken dann. Aber gut, ich vermute mal, grüner Schlüssel heißt grüne Tür. Zip, 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 zip. Deswegen sind die Knaufe.
Knaufe? Ist das die Mehrzahl von einem Knauf? Knauf? Knäufe? Naja, auf jeden Fall farbig. So, nu? Wie, nee. Wie komme ich denn da jetzt rein? Sollen wir nach oben? Auch nicht? Ha. Huh. So? Nee, so schießt er immer nur, ne? Hm. Ist eine gute Frage. Hab ich die. Oder habe ich die Kiste durchsucht? Das ist doch. Es irritiert mich ja jetzt ein wenig, dass da auf einmal ein grüner Schlüssel lag. Wir testen das aber mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Mhm. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Hm. Das ist nur springen, das andere ist schießen nur, ne? Das kann es ja nicht sein. Ich hoffe einfach mal, es ist. Beide drücken? Nee. So, so. Vielleicht müssen wir den irgendwie auswählen? Ah! Okay. So. Oh, wer bist du denn? Shit. Ah. Verfolgt er uns? Oha. Oh, oh, ah, oh, ah. So. Jetzt geht ja alles. Ich glaube, wir müssen gleich mal neu anfangen. Kommt er hier hoch? Nee. Oh, und treffen sind wir nicht unbedingt der Beste, ne? Okay, gut, 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 gut. Uah. Shit, dumme Idee. Hier geht's ja. Oh nein, wie doof von mir. 17 Schuss noch. Mm. Okay, 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 okay. Oh, oh, oh. Oh, 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 ah, ah, oh, ah, ah, oh, oh. Game over. Okay, gut. Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft. Shit. Da können wir nur darauf achten, wo wir den Schlüssel gefunden haben hier. So, zack, hier lang. Okay, 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 okay. Das war hier irgendwo, oder? Ja, wieso? Na gut, wahrscheinlich ist die Idee, dass wir die Kisten durchwühlen, ne? Ja. So. Ah, okay. Das sind wahrscheinlich die Bewohner? Denen geht's nicht so gut, würde ich sagen. Ah, einen Apfel gefunden. Ja, das ist, ganz cool mit dem. Mit dem Durchsuchen von den ganzen Sachen hier. Was ist das hier? Ein Safe? Ah, Munition. Naja, es ist wohl schon ein Safe oder sowas, aber. Apfel. Ja, okay, gut, gut, gut. Ah, hier, jetzt haben wir 100 Schuss. Ah, so ist das, okay. Hm. Jetzt mal hier hoch. Direkt mal hier. Feuer frei! Alles durchsuchen. Okay, sie spawnen also neu. Aha. Ein Goldkreuz. Goldenes Kreuz. Ah, das können wir halten. Okay, gut. Hm. Die Leute da Angst vor haben? Mal ausprobieren, mal gucken. Hallo? Mein Name ist John Sinclair. Ich bin der Sohn des Lichts. Das scheint dich nicht zu interessieren. Schade. Okay, dann klemmen wir hier mal runter, gehen in den Keller. Ob das so schlau ist? Hm. Boah, da habe ich. Da. Elite-Kämpfer. Eine Goldklaue? Okay. Interessant.
Ich vermute mal, die brauchen wir, um irgendwie ein Götzenbild oder so darzustellen oder sowas. Oh, dumm, 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 dumm. Nicht mit mir. Okay, ein menschlicher Kopf. Ja, der Fußboden, der. Wetten, ne? Der ist doch schon so angeknackt. Wenn wir da rüberlaufen, dann bricht der ganze Kram zusammen. Oh shit, was hat das denn jetzt? Ich Depp. Oh, was mach ich denn da? Einen Felshammer. Okay. Ja. Ein Felshammer. Damit können wir bestimmt da hinten, wo wir vorhin aus Versehen waren. Ich sag noch, das stürzt bestimmt ein. Lauf wieder rüber. Manchmal bin ich ein bisschen doof, ne? Okay. Der Apfel füllt also nahezu alle Lebensmittel wieder auf. Auch interessant. Ja, den Felshammer, den. Warte mal. Wo ist die Pistole da? So, lass mal es ausprobieren hier. Ja? Schade. Aber den brauchen wir bestimmt da hinten. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir damit da, wohin, ganz am Anfang hingelaufen sind, dass wir den da gebrauchen können. Schnell raus. Shit, shit, shit. Okay. Oh, ey, weg, 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 weg. Oh, nein, 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 nein. Oh, schieß ihn hin. Wo ist er denn? Ist er tot? Shit. Uck. Ist das eigentlich ein Knopf davor? Nochmal. Okay. Ah, shit, das war dumm. Das war echt nicht gut, ne? Ich hätte den Apfel aufheben sollen. Ich habe den ein bisschen zu früh verbraucht. Okay, gut. Gut. Pass auf. Hier ist der Schlüssel, ja. Ich habe da so eine Idee. Ich will das kurz mal überprüfen, ob das. Ob ich mich da irre. So, hier ist die Falle, ne? Ist das da der Knopf? Ja. Okay. Was passiert? Hallo? Ist wieder runter? Aha. 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 Okay, gut. Darum ging es mir nur. Gut. Weiß ich Bescheid. Da ist der Apfel. Wir brauchen das Munitionspack auf jeden Fall da hinten. Ja, das ist echt praktissimo. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt irgendwie random. Die Sachen sind da. Das wäre ja auch interessant. Ups. So. Hier mal die Bande hier wegnatzen. Knack, 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 knack. So. Hier war das goldene Ding drin, das Kreuz, genau. Zip. Dann wieder runter. Dann einmal hier. Um mich kümmere ich mich später. Einmal die drei weg. So. Den. Ja, das hier mitnehmen. Der Felshammer. Zack, zack, zack. Ah, die brauchen also scheinbar eine gewisse Zeit, bis sie wieder spawnen, ne? Wenn ich das richtig sehe jetzt. Das ist natürlich auch gut. Hier war, glaube ich, noch der Kopf, ne? Wo war denn der Kopf?
War der nicht auch hier unten? Warte. War der nicht hier unten? Doch, der muss ja hier unten gewesen sein. Ah, müssen wir ihn nochmal umlegen. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich mein. Komisch. Also nicht? Irritation. Ich komme hinterher. Das ist auch sehr unnett. So. Verdammten Fledermäuse, ne? Die sind etwas problematisch. Oh, ich soll den Apfel essen, Hab ich ihn erwischt? Ich hoffe ja mal. Zack. Okay. Aha. Also ja. Gut. Ach, da ist der Kopf schon. Mystery. Okay. Der Seelennehmer wartet in dunklen Plätzen oder hält sich in dunklen Plätzen auf. Munition? Ja. Ein neuer Schlüssel. Der lilane. Oha. Das sieht gefährlich aus, ne? Ich meine, wir können, glaube ich, klettern, aber. Ausprobieren? Wow. Miese. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Mehr davon. Oh, wow. Eine Shotgun. Okay. Warte mal. Ah, wir sind ja nicht völlig doof, ne? Alter, diese Viecher halten aber einiges aus. Achso. Wir retten Willager hier. Nochmal zurück zu der Pistole. Die nutzen beide dieselbe Munition, ne? Ja. Diese komischen Viecher hier. Okay. Wir haben also ein paar, paar Dörfler gerettet. Achso, ja, genau, hier war der Ausgang. Aha. Interessant. Da sind die ganzen Dorfleute also hin. Na gut, vielleicht nicht alle, aber. Nichts drin, okay, gut. Okay. Das sieht schon wieder nach einer Falle aus, ne? Ich meine. Ich wusste es. Shit. Oh. Ich brauche einen Apfel. Leute, ich brauche einen Apfel. Oder so. Komm schon. Nein? Oh, meine da. Komm hier mit dem. Komm mal nicht durch. Oh, das ist nicht gut. Das ist gerade überhaupt nicht gut.
Eine Metallstange quasi, so ein Hebeteil hier. Ein Glasauge? Okay. Oha. Oh, völlig falsche Meine da. Pistole. Komm schon. Haben die keine Äpfel hier unten? Das ist überhaupt nicht gut jetzt. Ich glaube, die werden... Oder? Nee, warte mal. Okay, gut. Mal kurz warten, bis sie wieder spawnen. Okay. Oha. Oh, was ist denn da oben los? Shit. Okay. Kommen wir hier durch? Im Rockhammer vielleicht? Ja. Wo ist er denn? Da. Nee. Auch nichts, da ist nichts drin. Oh, Leute. Oh. Okay, Fallschaden gibt es nicht. Haben wir gerade. Oh, ein Apfel. Haben wir gerade festgestellt. Oh, der füllt dich wirklich wieder komplett auf, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Shotgun. Puh, ein Goldwolf. Okay. Ja. Das sieht sehr kryptisch aus. Sehr, sehr kryptisch. Wenn wir hochklettern, dann kommen wir wieder. Genau, hier war zu. Naja. Puh, gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Oha. Es wird auch immer wilder hier, ne? Je tiefer wir kommen, desto. Desto verrückter wird das hier. Oh mein Gott. Oh, Mensch. Ich habe doch nicht mehr so viel Munition. Ich sollte nicht so wild damit um mich schießen. Das ist auch hier so ein Konstrukt, ne? Ich habe echt nicht mehr viel Munition. Das ist echt ein bisschen mager. Ja, muss da irgendwie eine Lösung finden, sonst habe ich schlechte Karten gleich. Eine Klaue? Nein? Aha, der Wolf. Okay, gut. Der Wolf kommt hier rein, okay. Was steht da? Nichts? Okay, die Augen sind der Schlüssel zum, ja, zum großen Alten quasi. Wo haben wir denn? Welches Auge haben wir? Nein? Keins davon? Kein Auge ist richtig? Echt nicht? Oh. Okay, gut. Oder, ja. Oh, shit. Wir müssen zurück, wir müssen Munition holen. Ja, wir müssen zurück. Sonst haben wir schlechte Karten. Wir können mal kurz hier gucken, ob die sie... so, ja. 5 Schuss noch. Ah, nee, wir sollten...
Wir sollten erstmal gucken, ob wir zurückkommen, Munition holen. Doch nicht so. Dass das kein Fallschaden gibt. Das hat uns jetzt schon das zweite Mal den Arsch gerettet. Okay. Gut, gut, gut. Okay, das ist der Kram hier. Kurz warten, bis ihr wieder auftauchen. So. Dann aber vorbei. Einmal hier lang. Gut. Gut, gut, gut. Gut. Hoffentlich tauchen hier nicht irgendwo noch irgendwelche Fraggles auf, großartig. Ah. Oh, shit. Ah, aber die können wir nicht rübersprengen, ne? Kommen die runter? Nee. Scheiße. Ich glaube, das ist ungünstig. So. Das war gut. Hier hätten wir nirgends Munition, ne? Nee. Das heißt also, wir müssen wirklich hier nochmal hoch. Hier am Anfang der Höhle war da irgendwo Munition, ne? Glaube ich. Ja, ich meine ja. Hier irgendwo, ne? Ja. Oh. Oh, ja, 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 ja. No. Da. So, hier jetzt. Kommst du. Mistekiste, ey. Aber wir haben ja noch einen Schlüssel. Oh, also Lebenspunkte sind ja echt eine ganz schön knappe Kiste, ne? Ja. Oh, 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 oh Gott. Ja. Das war's, wir gehen schon wieder drauf, ey. Oh, Mann. Muss die aber auch echt, merken, wo hier was ist, ne? Also wo hier welche Viecher hier Unwesen treiben. Was für Schlüssel hatten wir? Was war das? Lila. Okay. Also warten, bis der Hund wiederkommt. Ah, das ist schwer. Gut, aber ich denke mal, wenn man bedacht vorgeht, wieder Stück für Stück, langsam, langsam, langsam. Ich glaube, das ist vielleicht wieder besser. Kurz einen Schluck trinken, während der Hund noch nicht zurück ist hier. Da ist er. Mistkerl. So. Wenn man hier so wirklich immer nur Stück für Stück vorgeht, dann klappt das vielleicht sogar ganz gut. So ein bisschen gucken. Aha. Da oben. Kann man die vielleicht doch schon so ein bisschen sehen, ne? Okay. Die goldenen Klauen sind dann wahrscheinlich auch für, Achso. Ah, das ist jetzt die... Achso. Ne, okay. Da ist nichts drin. Schade. Ah, 200 Schuss. Sehr angenehm. Oh. Ein Apfel, ich werd verrückt. Ein Apfel, welches ein gutes Stück Apfel. Nam, nam, nam. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da mach ich doch, da ist auch meiner. Da drin? Noch eine goldene Klaue. Drei jetzt schon. Das ist die Tür nebenan, ne? Oder kriegen wir da den Rockhammer? Ne, schade. Ja, das ist die Tür nebenan, würde ich sagen. Okay, Munition ist ab einem bestimmten Spielgrad wohl kein Problem, ne? Weil man dann einfach genug hat, ne? Dann kurz hier runter. Zip, zum Glück sind die so ein bisschen langsam. So. Ah, schade. Ist hier noch irgendwas? Hier? Nein? Gar nichts? Huh. Es lohnt sich also, in die Häuser zu gehen,
Je früher, desto besser. Weil, ne? Munitionspacks da, hätte ich fast gesagt jetzt. Jo. Da brauchen wir den blauen Schlüssel. Das heißt also, ich muss jetzt im Grunde wieder runter, ne? Ich muss im Grunde wieder runter. Ja, dann müssen wir. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Wir werden aber. Den habe ich nicht gesehen. Shit. Wir werden zumindest schon mal in diese Richtung gehen, wo wir hin müssen. So. So. Die hier sind natürlich ein bisschen problematischer, ne? Ich habe die da. Also wüsste ich nicht, dass die da sind. Ne? Und hier. Kann man die sehen? Irgendwie durch das Gewitter oder so? Nee, ne? Aber die scheinen ja schon im Vorfeld schon da zu sein. Da. Okay. Okay. Gut. Ich klettere hier nochmal runter, bis wir da bei der Dinge sind. Bei der Munitionskiste, ja. Ab hier. So. Aufgeladen auf 200. Ja, ich schätze mal, wenn wir den HDR-Schlüssel noch haben, dann kommen wir auf 300. Na, vielleicht, ja doch, ich denke mal, vielleicht so 500 Munition ist so Maximum. Ich werde das mal umschalten jetzt, F4. So, zack. Jetzt sehe ich gerade, beim Umschalten hat er unten die Waffe geändert. Also es könnte sein, dass die F-Tasten entsprechend belegt sind, ne? Oder dass man vielleicht, ja doch, das könnte sein, dass F1 bis F12 oder so ist, F10. Gleich mal testen. Offscreen. Ja, Shadow of Hawksmill. Shadow over Hawksmill. So die erste Episode jetzt. So ein bisschen ein kleines Feedback so. Es ist schon. Oh, mal kurz kratzen. So. Es ist schon imposant zu sehen, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall. Optisch ist es wow. Ja, es ist der Kracher. So, allein schon von der Hauptfigur her. Wenn wir uns jetzt Organism nochmal ins Gedächtnis rufen. Da ist das ja eher so ein bisschen transparent auch. Ne? Also da haben wir jetzt den Raumanzug an, so Alan Ripley Raumanzug-like halt. So, aber da, wo zum Beispiel das Visier ist, da sehen wir halt den Hintergrund durch. Und so halt. Ne? Es ist es sieht weniger gefüllt aus. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich kann ja nochmal kurz zurückschalten. F3 müsste eigentlich gehen. Ne? Hoffe ich mal so. Hier, das meine ich. So, jetzt stehen wir vor dieser Säule. Ich meine, wir sehen seine Figur selber ja schon. Ne? Der ist ja sehr dreifarbig im Grunde. Grau, schwarz und halt, dieses Hautfarben da. So. Und bei Organism, wenn wir jetzt quasi vor dieser Säule langlaufen würden, dann würden wir da, wo hier bei ihm der Kopf ist, würden wir halt die Säule sehen. So, sowas halt, ne? Ich lasse nochmal kurz hier eingeschaltet. Dann diese ganze Sache mit dem, auch die flüssigen Animationen und sowas, ne? Springen, duken, so und auch mit dem, achso. Mal kurz hier, wo ist es denn? Auch das mit dem Schießen. Okay, die Schaufel sieht ein bisschen. Dass er die so in einer Hand hält, der ist halt der Action-Star schlechthin. Ne, das ist schon cool mit dem Anvisieren und sowas hier halt. Ne? Dass wir wirklich so ein Fadenkreuz haben. Was ein bisschen blöde ist, man sich aber dran gewöhnt, sag ich mal, ist, um zu zielen, muss ich schießen. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt von hier auf die Kiste da, auf die große Kiste schießen will, dann muss ich halt drücken und dann halt runtervisieren. So, ich muss halt schießen. Ich schätze mal, der Grund dafür, deswegen gibt es auch diese ganzen Munitionskisten hier halt überall.
Weil wenn du da oben so ein paar Fledermäuse abschießen willst, dann musst du erstmal hier. Du musst dich erstmal einschießen. So, also du wirst auf jeden Fall 3, 4 Schuss verballern meistens, bis du halt das Ziel erreicht hast, denke ich mal. Und wenn sich das auch noch bewegt, ist es natürlich noch so eine Sache, wie der Hund zum Beispiel. Deswegen gibt es halt ab und an diese Munitionskisten und halt auch die Erhöhung. Ne, durch diese Packs da immer um 100. So, das denke ich mal deswegen. So, aber trotzdem ist es auf jeden Fall technisch, ne? Ganz schön krass. Auch mit dem Regen da oben und so weiter. Super. Allgemein auch von der Farbgebung her, vom Detailgrad und sowas. Wenn man hier so guckt, da oben das Cthulhu-Gesicht und sowas. Knaller. Also das ist auf jeden Fall Knaller. So. Und, ja, Musik ist ja jetzt gerade nicht so wirklich da. Aber, da der Collector Edition eine CD beiliegt mit dem Soundtrack drauf, wird es wohl schon irgendwie so ein paar Musikstücke noch geben. Abseits von diesem unheimlichen Mystery-Background-Geplänkel, was wir jetzt das ganze Spiel gehört haben. Ich schätze mal, die Musik werden sie sich für, also die aufreibendere Musik, sag ich mal, werden die sich wahrscheinlich so für die spezielle Momente aufbewahrt haben. Weil ich gehe schwer davon aus, dass es hier nicht nur einen Bosskampf gibt, sondern wahrscheinlich auch ein paar Zwischenkämpfe oder so. Ich dachte ja, wir hätten ein Auge, ein Glasauge, um am Ende halt Cthulhu da, den großen Alten, wie auch immer, brauchen wir vier Glasaugen, steht da ja. So, und ich dachte, eins davon hätten wir schon, aber scheinbar ist es das nicht. Also denke ich mal, dass wir mindestens 4 Bosskämpfe haben werden, oder also 5. Ne? 4 für jedes Auge ein und dann 5 den großen Alten selber. Gehe jetzt mal schwer von aus. So, und deswegen halt auch die steigende Munition, ne? Weil wir werden dann einiges davon verballern. Dann unten dieses, wo ich vorhin am Anfang sagte, das wird der Wahnsinn sein. Das ist scheinbar doch nicht der Wahnsinn. Das wird, denke ich mal, die Anzeige sein für die Glasaugen. Schätze ich jetzt mal halt, ne? So, damit wir immer sehen, ah, okay, egal wo wir sind, ja gut, wir haben jetzt schon 3 Glasaugen, wir brauchen nur noch 1. Schätze ich mal. Oh, das ist wirklich eine Wahnsinnsskala, die durch verschiedene Gegner nachher in die Höhe schießt. Kannst du natürlich auch haben, ne? So, was werden wir noch erleben? Entschuldigung. Es steckt also auch noch voller Ideen, die wir noch erkunden müssen. Das ist sehr cool. Dann das Durchsuchen von Kisten und Objekten und sowas. Auch eine sehr, sehr coole Nummer. Habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass das jetzt bei mehreren neueren C64-Titeln genutzt wird. Dass man quasi die Umgebung besuchen kann. durchsuchen kann. Sehr cool. Ermöglicht das halt, ja, neue Waffen etc., Munition, dies, das, jenes mit einzubringen, ohne dass es unbedingt direkt da liegen muss. Jetzt so als Objekt halt, ne? Wie hier der Apfel zum Beispiel. So, da mussten sie jetzt nicht extra einen Apfel hin grafiktechnisch erzeugen, sondern haben ihn halt so einfach als Datei, oder als Code quasi einfach nur in der Kiste drin, so, ne? Wird dir als Text dann angezeigt. So, großartige Sache. Schwierigkeitsgrad war am Anfang natürlich so, haben wir ja gesehen, hier an der Falle gestorben, dies, das, jenes, da, die Gegner, so, aber, wie in jedem Spiel, nach und nach versteht man halt die Regeln des Spiels, ne, so, und haben wir ja eben gesehen, ich bin ja ein bisschen vorsichtiger vorgegangen, hab mehr auf die Umgebung geachtet und dann sieht man auch den Großteil der Fledermäuse und kann die halt schon im Vorfeld wegknallen, so, ne. Das heißt also, jetzt nicht unbedingt, dass es leichter wird, so gesehen, aber man achtet so ein bisschen mehr auf die Tipps, auf die Tricks und sowas, die das Spiel versucht, ne, um einen aus dem Rennen zu werfen. So ganz, ganz interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Also der Anfang macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Und ja. Ich gehe jetzt mal, also das ist jetzt ein Blick in die Zukunft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir wahrscheinlich die Leute unten retten werden. Hier, da und dort. Ne? Die noch nicht gläubig gewordenen Dorfbewohner halt. Dass wir die da rauspiesacken irgendwer. So, deswegen sollen wir die ganzen Goldteile ein, um die Tore halt zu öffnen. Dann holen wir die Augen. Da wird es wahrscheinlich Bosskämpfe geben. Und dann ganz am Ende werden wir halt den großen Alten selber erwecken, um ihn halt dann zu vernichten. Oder aber vielleicht werden wir auch selber sein Diener.
So, ne? Weil wir öffnen das Tor und sein Wahnsinn, seine Macht übermannt uns dann total. Und dann werden wir sowas wie sein erster Prophet oder irgendwie so ein Kram. Dass es halt einfach negativ endet, ne? So, ne? Es ist ja immer noch eine Lovecraft Cthulhu angehauchte Geschichte, die wir hier spielen, ne? Deswegen, ich würde jetzt nicht unbedingt von einem super dollen Happy End ausgehen. Mal gucken. Mal gucken. Ja, bisher bin ich recht angetan davon. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es weitergeht. Und was da auch noch so an technische Überraschungen auf uns warten und sowas. Und ja, ich hoffe einfach mal, ihr schaut mit zu, weiter zu, ne? Und ja, um das einfacher zu machen, könnt ihr auch einfach hier unseren Kanal abonnieren. Da findet ihr auf jeden Fall immer ne, das neueste Video oder auch etliche alte Videos, ne? Unter anderem Organism. Und ansonsten slash Blood and Bane. Facebook, Twitter, Twitch, überall sind wir da zu finden. Einfach join. Einfach liken, followen, was auch immer. Denn seid ihr immer auf dem Laufenden, wann wir was hochladen, was wir hochladen, was wir spielen und so weiter und so fort. Alles kein Problem. Slash Blood and Brain steht da manchmal ja auch. Und ansonsten www.totenstadt.com und www.bloodandbrain.de aufrufen. Das sind unsere Websites für unsere Kartenspiele Voodoo Heads und Totenstadt. Ein bisschen Hack and Slay, ein bisschen Pen and Paper, ein bisschen Rollenspiel hier, ein bisschen Rollenspiel da. Zombies, Voodoo, wahnsinnige Weihnachtsmänner, alles dabei. Einfach mal raufschauen auf die Seiten Voodoo Heads da und Totenstadt angucken auf www.totenstadt.com und www.bloodandbrain.de. Da findet ihr Regelwerke und ja, Testvideos, Beispielvideos und Demo-Sets etc. Alles ist da. Einfach mal raufgucken. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Puh, nichts weiter, würde ich sagen, ne? Dann hören wir uns wahrscheinlich bei der nächsten Folge. Sehen uns, hören uns, wie auch immer. Und danke fürs Zuschauen und reingehauen!